Also in Bezug auf Rhetorik können Sie mir ganz sicher vertrauen, dass ich Ihnen auch entsprechende Tipps gebe, wie Sie gut rüberkommen. Haha, das geht natürlich so nicht, das ist klar. In diesem Video geht es um einen Themenbereich, den wir auch in unseren Audiolektionen schon abgearbeitet haben, nämlich Sicherheit ausstrahlen. Das ist das Grundelement rhetorischer Wirkung. Wir werden niemals jemandem vertrauen, der zu leise spricht oder an seiner Kleidung herumzippelt, während er spricht. Und stellen Sie sich einfach mal folgende Frage: Machen in großen Unternehmen immer die Menschen Karriere, die das meiste Fachwissen haben und sich am besten in einer Thematik auskennen? Oder sind es vielleicht doch diejenigen, die sich am besten darstellen können? Mit der These, Erfolg ist zu mindestens 51% Äußerlichkeiten und nur zu maximal 49% Fachwissen, macht man sich im deutschsprachigen Kulturkreis nicht sehr viele Freunde. Das ist wohl bekannt. Denn gerade wir im deutschsprachigen Kulturkreis sind so stolz auf unser enormes Fachwissen. Eine Gesellschaft, die zu 80% aus eher introvertierten, in sich gekehrten Menschen besteht und nur zu 20% aus extrovertierten, eher nach außen geneigten, sich gerne darstellenden Menschen, die konzentriert sich natürlich sehr stark auf das Fachwissen. Leider kommt es dann zu häufig vor, dass wir auch gerade im internationalen Kontext verlieren, zum Beispiel gegen Amerikaner, wo schon 16-, 17-Jährige an den dortigen Gymnasien, den Highschools, in Debattierclubs das Debattieren und die Wirkung vor anderen Menschen üben. Genau deshalb ist es so wichtig, dass auch wir im deutschsprachigen Kulturkreis wieder zur Kunst der Rhetorik zurückgelangen, dass wir also lernen, auch unser Fachwissen entsprechend zu verkaufen. Und es ist so leicht, Sicherheit auszustrahlen, auch wenn ich mich innerlich vielleicht aufgewühlt fühle, weil ich etwas Lampenfieber habe, weil ich das Publikum nicht kenne oder das Szenario. Eine der wesentlichen Dinge, um Sicherheit auszustrahlen, ist der Blickkontakt. In diesem Fall ist die Kamera mein Freund, mit dem ich spiele, weil dahinter stehen Sie bei einem Publikum. Nehmen wir eine kleine Seminargruppe, 8 Teilnehmer, ist es wichtig, dass ich vom linken bis zum rechten Teilnehmer jedem ein paar Sekunden meiner Aufmerksamkeit schenke und meinen Blick schweifen lasse. Der Blickkontakt verrät Sicherheit. Sie sehen das bei Ihren Kindern. Schauen Sie mal einem Kind, das Sie bei irgendetwas erwischt haben, in die Augen. Sie werden sehen, er sucht sofort einen Fluchtweg in dem Augenblick, wo das Kind ertappt wurde. Wenn wir uns unsicher fühlen, brechen wir den Blickkontakt ab. Deshalb ist es wichtig, bei einem Vortrag dauerhaft den Blickkontakt aufrecht zu erhalten mit dem Publikum. Das Zweite, was ungeübte Redner häufig falsch machen, ist, dass sie den Standort nicht richtig einnehmen. Es gibt bei jedem Auftritt einen Platz, wo ich idealerweise vor der Gruppe stehe. Und das ist der Platz, wo ich die komplette Gruppe vor mir habe, also keinen einzigen seitlich, sondern vor mir, und dort stelle ich mich in die Mitte. Wer ganz fest hier den Standort einnimmt, einen aufrechten Stand einnimmt, tief Luft holt, Blickkontakt mit dem Publikum aufnimmt, der hat noch keine Silbe gesagt und bereits jetzt schon eine großartige Wirkung vor seinem Publikum. Also achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Standort gewählt haben. Die nächsten Punkte, auf die wir Acht geben müssen, sind die Punkte Lautstärke und Modulation. Haben Sie das vielleicht auch schon einmal erlebt, dass in einem Meeting eine Fachkraft sitzt, von der Sie ganz genau wissen, dass er sich am besten auskennt? Wenn er dann dran ist, um die anderen Teilnehmer in diesem Meeting von einem bestimmten Standpunkt zu überzeugen, dann spricht er ganz leise und ganz sorgfältig und ganz vorsichtig und gibt seine Argumente preis. Und nebenan ist der Mann aus Vertrieb oder Marketing, der sagt: Ja, ist schon gut, aber auf diese technischen Dinge können wir keine Rücksicht nehmen. Und nur weil der zweite massiver auftritt, folgt die Gruppe dem dann, oft intuitiv. Warum? Weil wir eben als Rudeltier gerne dem Stärkeren folgen. So ist es doch wichtig, dass wir gerade den ruhigen und Introvertierten helfen, dass sie einen deutlichen und klaren Standpunkt vertreten können. Und dazu müssen sie eventuell sogar ihre Stimme trainieren. Manchmal hilft schon ein Rhetorikseminar, manchmal hilft es auch einfach, wenn einem jemand das sagt. Und ich sage deutlich, um Sicherheit auszustrahlen, sprechen Sie mit einer klaren und deutlichen Stimme und achten Sie vor allen Dingen auch auf eine Modulation. Spielen Sie ein bisschen mit der Stimme. Es soll nicht so sein, wie vielleicht damals bei Ihnen an der Universität.
Vielleicht erinnern Sie sich noch an den einen oder anderen Professor in Ihren Vorlesungen, von dem Sie wussten, dass er eine großartige Fachkapazität in seinem Bereich ist und der, wenn er seine Vorträge gehalten hat, auch immer hervorragend vorbereitet in seine Vorlesungen kam, super gegliedert seine Standpunkte dargelegt hat und fachlich wirklich eine große Koryphäe ist. Und trotzdem ist es Ihnen nicht gelungen, dass Sie länger als 8 Minuten zugehört haben, weil Sie dann irgendwann eingeschlafen sind, weil dieser arme Professor immer wieder in die gleiche Modulation kommt und dieser Sing-Sang ist einfach nervtötend. Irgendwann konzentrieren wir uns nur noch auf den Sing-Sang und nicht mehr auf den Inhalt, der dort gesprochen wird. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir mit einer entsprechenden Modulation arbeiten. Und eine der wichtigsten Werkzeuge der Rhetorik auch immer wieder bewusst einsetzen: die Pause. Machen Sie sich den Spaß und googeln Sie ein paar Videos von Barack Obama. Es ist nicht wichtig, ob Sie Englisch können und verstehen, was er dort sagt, aber achten Sie darauf, wie dieser Mann, der wirklich Rhetorik von der Pike auf gelernt hat und alles andere als ein Talent war in seiner Jugend, wie dieser Mann seine Vorträge hält, wie er moduliert und wie er vor allen Dingen das dramaturgische Element der Pause einsetzt. Die Pause ist so wichtig in der Rhetorik. Sie erlaubt es unserem Publikum, einmal über das Gesagte nachzudenken. Gleichzeitig zeigt sie dem Publikum, dass vorne ein Redner steht, der weiß, was er will und der weiß, was er sagt. Also machen Sie Pausen in Ihrem Vortrag. Auch das hilft, um Sicherheit auszustrahlen. Einer der wirkungsvollsten Punkte, mit dem wir Sicherheit ausstrahlen, ist natürlich der, indem wir Sicherheit gewinnen. Und zwar können wir Sicherheit gewinnen über einen guten Einstieg in den Vortrag. Ihr kennt aus unseren Mini-Hörbüchern den Lektionen, die wir auf kurs.der-rhetoriktrainer.de hochgeladen haben und die ihr ja alle schon gehört habt, das Beispiel von mir von der Bundeswehr, wo ich zum General gekommen bin, der ein Schild hatte an seiner Tür: für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Und wenn dieser erste Eindruck sitzt, wenn ich mir die Aufmerksamkeit meines Publikums erkaufe, dann fühle ich mich natürlich auch gut, weil ich eine Rückmeldung bekomme von meinem Publikum, körpersprachlich. Also achtet insbesondere auf einen guten Einstieg in den Vortrag. Man könnte es mit Humor versuchen, indem man einen Witz erzählt, eine Anekdote, einen Schwank aus seinem Leben, eine lustige Geschichte. Man kann es ernsthaft machen, indem man sein Publikum betroffen macht, zum Beispiel über Zahlen, Daten und Fakten. Wir können einfach nur mit einer Frage starten, weil jede Frage natürlich das Publikum dazu anleitet, in Gedanken zumindest eine Anleitung, eine Antwort zu formulieren. Wir können mit einer Demonstration starten, etwas, was ich sehr gerne in meinen Vorträgen mache, dass ich einfach ein Video abspiele. Wichtig ist, der Einstieg kommt, bevor ich mein Publikum begrüße. Wer von Ihnen weiß, wie man besonders Sicherheit bei einem Vortrag ausstrahlt? Ich begrüße Sie recht herzlich. Mein Name ist Michael Illers und in den folgenden 40 Minuten geht es um das Thema Sicherheit ausstrahlen. Das ist die richtige Reihenfolge. Und die ist natürlich spannender, als wenn ein Redner vor dem Publikum steht und sagt: Guten Tag, mein Name ist Erwin Hübenbecker. Ich begrüße Sie recht herzlich zu meinem Vortrag Sicherheit ausstrahlen in jeder Situation. Also, setzen Sie sich hin, schreiben Sie einen Einstieg und lernen Sie diesen auswendig. Wenn der Einstieg sitzt, dann läuft der Rest des Vortrags im Regelfall auch.